Hey Leute, hier ist wieder euer Dice und wir spielen eine neue Runde Let's Play What the Fuck? Nein, Let's Play Ni No Kuni. Und wir sind im Katzenbuckel, wo ganz viele komische Viecher rumrennen. Ich hab. Was sollen die darstellen? Sind das Zombies? Das könnten Zombies sein. Kann man sie austricksen? Man kann sie austricksen. Oh, okay, die kann man nicht austricksen. Alter Schwede, die Fische sind schnell. Okay. Ich weiß nicht, sind die stark? Können die was? Und sie haben halt wieder viel Leben. Verhältnismäßig viel, aber naja, so stark sind sie jetzt nicht. Oh, und die spawnen alle. Also zumindest einige von denen, die spawnen. Mal. Ach, du meine Güte. Das ist ja hier was. Oh ja, steht alles schön in einer Reihe. So wie das sein muss. Okay, auf Wind springen sie an. Ob man die auch zähmen kann? Aber wir töten sie doch gerade. Das hat nichts mehr mit sachte aus dem Weg räumen zu tun. Das ist wirklich, wir hauen denen volles Pfund aufs Maul. I don't get it. Oh, vollkommen egal. Story sagt, wir müssen nach da vorne, also gehen wir nach da vorne. So. Komm, macht mal hier alle allgemeine Angriff. Wie gesagt, die machen ja jetzt nicht so viel Damage. Aber was sind das? Sind das jetzt hier Zombies? Was passiert hier gerade? Es ist auf jeden Fall irgendeine Asche, von der ich in den letzten 40 Stunden Spielzeit noch nie gehört habe. Die jetzt plötzlich irgendwie so... Ach ja, die eine Bedrohung ist was wie ein Dragon Ball. Die eine Bedrohung ist weg. Ja komm, schmeißen wir direkt die nächste hinterher. Ob das Sinn ergibt, ist eine andere Frage. Naja, es gibt schon irgendwie auf seine eigene verquere Art und Weise Sinn. Der hätte mich jetzt gar nicht angegriffen. Egal. Genialer Gärtner. Ah ja. Aber. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich guck auch gar nicht mehr. Ich frag auch gar nicht mehr nach, was hier passiert. Ja, es ist so. Es ist schön. Okay, hier alle Bewohner von Katzenbuckel und von den anderen Städten sind halt gerade ein bisschen am Upragen. Ja, wir kümmern uns um das Problem. Also, selten ein Spiel gehabt, was mich so sprachlos gemacht hat. Wow. Ja, sprachlos ist, glaube ich, durchaus gerade das richtige Wort dafür. Ich weiß nicht. Ich gehe den jetzt einfach mal aus dem Weg kurz. Speichere hier mal zwischen. Und gehe dann direkt ins Schloss. Da muss ich wahrscheinlich hin. Nein, nein, nein. Du lässt mich mal schön in Ruhe, mein Freund. König Tom ist ja ein bisschen apeshit gelaufen. Hallo, da ist er. Looks like he's got other ideas. Poor King Tom. We'll have to give him a right royal battering. König der Katerstimmung. Ob gegen den vielleicht jetzt, weil er ist ja irgendwie. Auch Abendstern ist aber teuer, Alter! Ich wollte eigentlich Morgenstern nehmen und habe vergessen, dass ich Abendstern noch darüber habe. Oh, ja, das macht ein bisschen Aua. Mal gucken, ob Morgenstern vielleicht besser ist. Ja, naja.
Aber ich bleib bei den Zaubern. Okay. Dann nehme ich lieber Morgenstern. Das kostet nicht ganz so viel Mana. Und kostet ja auch schon einiges. König Tom. Das kommt ehrlich gesagt unerwartet. Dass wir jetzt gegen die ganzen Kerle hier noch kämpfen müssen. Das ist bestimmt in Alcoveit auch passiert. Oh, fuck. Da habe ich nicht aufgepasst. Da habe ich wirklich nicht aufgepasst. Naja, aber... wenn es das gewesen sein soll... okay. Dann werde ich, glaube ich, mal gucken. Hast du noch genug Mana dafür? Ja, hast du. Gut. Ich gehe mir mal da hinten das Mana-Kügelchen holen. Ist ja... geht ja klar, ne? Was gerade gedespawnt ist. Boah, ich hab euch auch gern. Naja, gut. Ha! Ernsthaft? Das geht weiter? Och, das geht weiter! Prügelpfote? Wow! Wieder halt einfach mal gerade Esther. So nebenbei. Ach ja. Fuck, ey. Man guckt ihn halt auch nicht immer an, ne? Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Man sieht halt manchmal nicht, wenn er was macht. Wenn er was Blödes macht, vor allen Dingen. Nee. Ich brauch da eher mal sowas in diese Richtung. Naja, gut. Machen wir mal wieder hier unsere Morgenstern-Taktik. Die funktioniert eigentlich recht gut. Das dauert alles viel zu lange immer. Proviant, wollen wir uns jetzt hier noch lange mit irgendwelchen Zaubern aufhalten? Esther, so ein bisschen Heilung oder hast du schon wieder kein Mana? Du hast bestimmt kein Mana mehr. Gehe ich richtig in der Annahme? Du hast zwar noch Mana, aber ein bisschen mehr kann nicht schaden. Ich kann gar nicht wirklich zum Schaden machen. Okay, er bleibt wenigstens immer an mir hängen, so wie das aussieht. Der olle Kater, ey. Ich wette nicht mehr. Okay, mal schön das ganze Mana hier einsammeln. Ja, für Katzenbuckel. Das müsste auch das Mana auffüllen, ganz ehrlich. Ja, brenne. Oh, wie erstaunt er gerade aussah. Autsch. Noch mehr Mana. Okay, wow. Sollte mehr danach gucken.
Hey, das funktioniert gerade echt gut. Zauber. Morgenstern. Ah, Prügelfote, das macht wieder... Oh, Mann. Boah, ich hoffe, hiernach kann ich wieder in Katzenbuckel einkaufen. Alles andere wäre ein bisschen kontraproduktiv. Mir gehen nämlich langsam die ganzen Sachen aus. Okay. Ich werde mal kurz einen heilenden Regen da drauf werfen. So, dass ihr wenigstens alle mal wieder ein bisschen was habt. Ach, Mann. Okay. Olli, beeil dich. Oh, fuck you, ey. Gut, das rafft jetzt mal wieder Esther dahin. Ah, genau diesen. Phönixfeder. Und dann werde ich direkt noch einen Proviant nachschmeißen. Warum kann ich eigentlich über die Teppichkante nicht hinaus? Und zwar... Wo ist es? Stöpfe allen Verbündeten 200 Lebenspunkte wieder. Yo. Gut. Haben wir das doch auch wieder. Alles im Griff. Das war knapp. Alles klar, mein Freund. Aha, nicht hauen. Das war Schirm. Okay, ja, mach. Schmeiß ich mir noch, komm. Auch auf die Gefahr hin, dass Olli irgendwann an einer Koffeinüberdosis elendig zugrunde geht. In dem Alter so viel Zeug reinschütten, ey. Das haben sich die Entwickler, glaube ich, auch nicht richtig gedacht, ne? Das war jetzt echt ungünstig. Das hätte nicht sein müssen. Mein lieber Tom. Morgenstern. Da. Fang den. Gott, ach Gott, ach Gott. Der Arme. Tut mir ja schon ein bisschen leid. Wenn er nicht so eine unheimlich dumme Attacke gehabt hätte. Wie kann man denn einfach mal da hingehen und kann hier One-Hit-mäßig... Verstehe ich nicht. Trifft einen einzelnen Gegner. Pff. Umhüllt einen Gegner. Häcksler, den lassen wir auf jeden Fall mal drin. Nickerchen. Ach komm, Nickerchen. Nickerchen braucht kein Mensch. Habe ich noch nie aktiv benutzt in diesem Spiel. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Lebenslicht. Bricht aus den Wolken und stellt Lebensenergie einer Verbindung komplett wieder her. Oh, lalalalalalalalal. Sorry. Scharfe Schneide, da haben wir so viele, die das können. Knochi ist mittlerweile auch Stufe 50. Hey, the crystal's right there. Okay, here goes. Sanctify! Das hättest du auch vor dem Bosskampf schon machen können. Miau! Was haben wir nur getan? Ach, Miau-Ästhet. Ihr seid es wirklich, dem Himmel sei Dank. Ihr hattet euch kurzfristig etwas monströs verhalten. Na gut, eigentlich wart ihr ein absolutes Riesenmonster. Miau? Wir können uns an gar nichts erinnern. Alles ist wieder gut, Herr Carter. Herr Carter? Sei nicht so frech. Der Typ hier ist ein echter König.
Solche Trivialitäten kümmern uns derzeit nicht, Fee. Wir sorgen uns vielmehr um unsere Gedächtnisverluste. Keine Sorge, wir sind wieder in Ordnung. Sie sind wieder in Ordnung, eure Miauistät. Pia hat sie gerettet und alle Leute in der Stadt auch. Ist dem so? Er sagt das auch. Jedes Mal, wenn ich auf der Arbeit sage, ist dem so, werde ich ausgelacht. Weil das angeblich heißen soll, ist das so. Aber ist dem so, funktioniert auch. Es hört sich zwar komisch an, aber es funktioniert. Ist dem so, dann müssen wir uns aufrappeln und unser Königreich wieder auf Vordermann bringen. Schick, das überlassen wir dann deinen fähigen Pfoten, Miauistät. Olli, zurück auf den eisernen Drachen. Ich wollte noch einkaufen. Hä? Ein bisschen Shopping betreiben. The manor was fed by the energy that flowed from the black crystals. They formed the cornerstones of the forbidden spell. I'm sure they did, but now they have been destroyed. Surely a mere human could not have carried out such a deed. Could he really be the one? Your Radiance, what do you intend to do about this? Fear not. The manor is but a foretaste of what is yet to come. This trifling victory only delays the inevitable. Indeed. The more mankind struggles, the more surely its fate is sealed. Yes, they cling to a frail, bleating hope. But it is soon to be torn from them. To see mere mortals raise arms against your Radiance. An amusing spectacle. We look forward to it. Now, Gallus. Are we to understand that you have had contact with the boy? I have. I wished to gauge his power. Gauge his power? And you expect us to believe this? Can it be? First Shaddaa, and now you. You doubt the word of a fellow counselor? What nonsense! Enough! Your Radiance. Enough, I say. Yes, Radiance. May I, Your Radiance? Der bekommt bald echte Probleme. Das war unglaublich, Pia. Deine Magie hatte also wirklich die Macht, das Mana zu neutralisieren, was? Jawohl. Wir haben die Asche beseitigt. Du hast da ganz schön mächtige Magie, Kleiner. Du bist vielleicht sogar besser mit dem Zauberkram als Olli hier. Hihi. Oliver ist auch sehr gut. Hier, eine Blume, als Dankeschön. Was? So eine Blume habe ich noch nie gesehen. Wo hast du die her, Pia? Sie war da, wo der Kristall war. Der Kristall? Der schwarze Kristall, den du zerstört hast? Was für eine Blume gedeiht in einem Ort voller monstermachender Asche? Hihi, das ist meine Blume. Du kannst sie haben. Vielen Dank, Pia. Wir werden wirklich gut auf sie Acht geben. Also ich würde sie im Telefonbuch einklemmen und trocknen. So Crunch. Er jetzt einfach mal im magischen Begleiter. Father, why are you sleeping? The Wizard King, your father, he slipped away most peacefully. But he's there. Why are you crying? No, I'm not crying. Your Highness, it is time for you to take your father's place. You mean I'll be Queen Pea? Yes, that is what is expected, Your Radiance. Really? I wonder if I'll be a good queen. And so, the preparations for the succession are all in place. All matters of state have been entrusted to the Council of Twelve. Oh, nee, oder? That's right. You don't have to worry your pretty little head about a thing. Look at her. Princess P hasn't the faintest idea what's going on.
She is no longer a mere princess. Ah, you are quite right. Please accept my humblest apologies, Queen P. You look simply radiant, Princess P. But we had better start calling you by your true name, Queen Cassiopeia. But Father called me P. You're a big girl now, and after today's ceremony, you'll be known by your big grown-up name. But I... Your subjects are all toasting your health, Queen Cassiopeia. They're sure that you'll take after the Wizard King and lead our kingdom to a glorious future. But... I'm P. I don't want to be a queen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Erzählt das mal einem kleinen Kind. Wow. Und diese 12 Männer. Das sind doch die Zodiaken, oder? Ja, ich bin Königin Pi. Du bist was? Verflixt noch eins? Pi, war's das? War's das wirklich du? Ja, Dummerchen. Ich bin Königin Pi. Du willst uns erzählen, dass du die Verantwortung für ein ganzes Land trägst? Was machst du dann hier? Du hast dein Königreich doch in Zeiten wie diese nicht. Du kannst dein Königreich doch in Zeiten wie diesen nicht im Stich lassen. Langsam lesen. Das musst du gerade sagen. Du hast ein ganzes Imperium im Stich gelassen. Autsch. Wie auch immer. Wenn es stimmt, was wir eben gesehen haben. Wo genau liegt dein Königreich denn, Pi? Ja, wir haben auf Tengris Rücken die ganze Welt bereist, aber so einen Ort haben wir nie gesehen. Du hast sie in deiner Welt getroffen, oder, Oliver? Vielleicht befindet sich ihr Königreich ja dort. Das glaube ich nicht. Jedenfalls, die Blume, sie ist von dieser Welt. Das ist wahr. Was vermuten lässt, dass sie irgendwie mit unserer Welt verbunden ist. Mir ist langweilig. Klappe zu, Kleine. Die Erwachsenen unterhalten sich gerade. Ich habe dir doch gesagt, ich bin kein Kind. Wär fast drauf reingefallen. Also, du hast gesagt, die Blume ist von da, wo der schwarze Kristall war, richtig? Ja, sie war dort, wo der Kristall war. Und es gibt noch andere Orte, wo es dieses Mana geschneit hat, richtig? Also. Also gibt es an den anderen Orten vielleicht noch mehr solche Kristalle und Blumen. Ja, um die Blumen würde ich mir jetzt echt Gedanken machen. Und diese Blumen liefern uns vielleicht weitere Hinweise auf Pis wahre Identität und den Standort ihres Königreichs. Genau. Wir passen auch besser auf die Blumen auf, die wir haben. Könnte wichtig sein. Ihr habt recht. Pi, hast du was dagegen, wenn wir deine Blume für dich aufbewahren? Du kannst sie behalten. So herzerwärmend das auch ist. Aber sind da nicht noch tausende Aschemonster, die gerettet werden wollen? Du hast recht. Wir müssen ihnen helfen. Blume der Jugend. Okay. So, liebe Leute, aber damit ist diese Folge auch schon wieder vorbei. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hatte, dann Daumen hoch. Kommentare unter diesem Video sind wie immer gerne gesehen. Bleibt anständig und bis zum nächsten Mal.